Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Jawohl, geil, es geht weiter. Und ja, vielleicht seht ihr es schon anhand der Framerate gerade. Ich habe das Spiel mal auf den Grafikmodus gestellt. Ich will das mal ausprobieren, denn ich habe jetzt so, ne, nach der letzten Aufnahme, ist 2 Tage her, ne, ich bin wieder im Aufräumrhythmus, sehr schade, weil ich würde das Spiel ja gerne täglich spielen, aber das ist leider nicht so ganz möglich. Habe ich erfahren, dass wohl, ja, der Leistungsmodus wirklich sehr viel von den Texturen, beziehungsweise der allgemeinen Optik, ja, ich nenne es mal, wegnimmt und dass der Grafikmodus sich durchaus lohnt. Ich will es mal ausprobieren, bisher bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ich gucke mir die Texturen und denke mir halt immer noch so, naja, ja, ist okay. So, klar, die Charaktermodelle sehen wieder geil aus, aber das taten sie auch schon im Leistungsmodus. Ich werde einfach ein bisschen gucken, wenn ich mir denke, boah, nee, mir geht die Framerate echt auf den Sack, weil eigentlich, ne, Framerate 60 FPS, ich bin mittlerweile echt so eine FPS-Hure geworden, ich genieße 60 FPS sehr, dann, ja, schalte ich vielleicht auch wieder um, mal schauen. Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt auf jeden Fall immer noch in Calm, ne, Cloud hat seine Geschichte fertig erzählt und jetzt hat Tifa hier mal nachts angeklopft und ich bin gespannt, was passiert. Sorry, did I wake you? Nope. What's going on? Oh, it's nothing, really. There's just something I need to ask you. So, can we talk? Sure. Great. But not here. Follow me. Ich würde dir mal hinfolgen, Tifa. Ja, wahrscheinlich wird sie darauf eingehen, dass sie ja gar keine Erinnerung hat an Cloud in Nibelheim. Okay. Sie hat überlebt, ich weiß wie. Ich habe das Buch gelesen. Huch. Okay. Da unten sind die Jazzmusiker, die haben richtig Bock. Aufs Dach. Aber guck mal, jetzt sehen wir auch mal Calm hier so ein bisschen schon mal, ne? So, sieht halt sehr. Na gut. Ich wollte gerade sagen, ich verwechsel immer Hauptspiel mal Calm mit Nibelheim. Oder was ist verwechseln? Ich finde, die sehen sich immer im Originalspiel so ein bisschen ähnlich. Oh, guck mal, da kann man sogar rauf. Hm. Aber hier nicht unbedingt. Do you think Midgar's over there? Anyway. There's something I need to ask you too. Shoot. That night, 5 years ago, at the reactor, I saw you lying there. Saw your wound and all the blood. I figured it was too late. Yeah? Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Can't believe I'm having this conversation with you, but here we are. Here, look. My scar, that proof enough? After you left, Zangon found me. He's the one who brought me to the clinic. Ja, das erfährt man noch im Buch. He risked his life carrying me out of the reactor and down the river. Wasn't just him though. There's the doctor who operated on me all night and the nurses who looked after me for days on end. I'm here now because they were there for me then. And where were you again? In fact, where have you been this whole time? For 5 years. You know I can't tell you that. Of course you can't. Sorry, I just need some space.
Das war ihre Standard-Rennanimation gefühlt. Ja, genau, in dem Buch, ne? Genau, Zangan hat sie dann halt gefunden und hat sie dann irgendwie, ich glaube, direkt nach Midgar gebracht. Warum genau, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, da irgendwie gute Ärzte sind. Weil die war dann auch irgendwie... Ah, wie war denn das noch? Die war dann auf jeden Fall irgendwie in so einer... Oh, dieses Buch war so langweilig. Ich müsste den Part gelesen haben, als ich im Urlaub war. Ne? In Italien, ihr wisst schon. Noch nicht so lange her, aber ich habe alles wieder vergessen. Ja, die war dann da irgendwie so... In so einem Krankenhaus-mäßigen Ding, aber so ein bisschen Underground-mäßig, so ein bisschen shady. Und musste dann irgendwie ihre Schulden abbezahlen dafür, dass sie dort halt behandelt wurde. Scheinbar, naja, Krankenversicherung gibt's nicht, keine Ahnung. Deswegen musste sie halt ihre Schulden abbezahlen und sie wurde da so ein bisschen gescammt auf jeden Fall. Deswegen musste sie auch irgendwie dann halt ziemlich viel arbeiten, damit sie das wieder reinkriegt. Habe ich das schon mal erzählt? Dass sie dann irgendwie in so einem, ja, so einer Art Burgerladen gearbeitet hat, irgendwie so. Genau, ich glaube auf Deutsch hießen die Steamed, auf Englisch, weil ich habe es auf Englisch, gibt es nur auf Englisch das Buch, hießen die glaube ich Steamed Buns. Also irgendwie so Brötchen, die wurden auch beschrieben, so Sandwiches eher, nicht Burger, Sandwiches. Ich musste einfach gerade bei Steamed Buns, muss ich natürlich die ganze Zeit an Steamed Hams denken. Ja, naja, irgendwie hat sie dann da gearbeitet und so und hat dann ihre Schulden mitunter bezahlt, aber dann auch nicht. Und dann hat sie halt irgendwann da irgendwie, ne, den siebten Himmel gefunden, der dann irgendwie da auch glaube ich kurz vor dem Bankrott stand oder so, da hat sie das irgendwie übernommen, irgendwie so war das. Ja, ist halt nicht so wichtig. Aber im Buch wird eigentlich beschrieben, dass sie, glaube ich, ihre Narbe wirklich auf ihren Titties hatte. Ich finde das sehr schade. Da hätten sie jetzt Mut zeigen können, das zu machen können und dass sie gerade mal eben kurz blank zieht. Da hätte ich wirklich nichts gegen gehabt. Aber gut. Dann halt nicht. So. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder schlafen? Oh. We could just pick up where we left off, like nothing had changed. But I guess I was wrong. Guess so. I was so happy to see you again, but maybe I shouldn't have been. Das ist schon alles ein bisschen belastend. Ach, wir kommen wieder miteinander klar. Ich gehe mal nach unten. Was ist hier los? Ich muss meinen Frust wegtrinken. Pardon me, sir, but you don't look very well. An old war wound acting up, perhaps? If so, I can certainly empathize. I myself fought for the company once upon a time, and my body's never let me forget it. Klar. Ja, alte Kriegswunden, so in etwa. Also das ist schon vergleichbar. Kann man was lesen? Nein, komische Schrift hier wieder. Bahntank einfach da. Alles klar. Naja, ich geh mal pennen, ne? Oh, Entschuldigung. Das Spiel hat jetzt Physik Engine, habe ich vergessen. Aber die Frame Rate ist schon echt ein bisschen räudig. Und so viel besser sieht es auch nicht aus, ne? Ich habe jetzt gerade so gedacht, eben bei diesen Hasen hier, wie verpixelt die sind. Also jetzt geht's, aber eben bei der Nachsicht. Naja, ich werde mal ein bisschen schauen, ne? Ein bisschen rumprobieren. Und mich dann irgendwann entscheiden. You two fight? No. We have enough problems as it is. Copy? Night. Tomorrow is another day. Oh, pling! Wo Licht ist, da sind auch Schatten. Kapitel 1 abgeschlossen. Von, ich weiß übrigens wie viel, soll ich schon verraten? 14! Aber ich glaube, einige werden richtig scheiße lang dauern. Jetzt, wo ich so meine beiden grünen Materialien sehe, fällt mir gerade mal was ein. Ich will mal was gucken. Jetzt kann ich ja den Vorbestellerbonus wahrscheinlich reinballern, ne? Deine Mutter. Deine hässliche Mutter. Na gut, dann ist mir egal. Nö, dann einfach, wenn ich darf. Dann will ich hier gar nichts machen. Bla, bla, bla. Na gut. So, ich hoffe... Aber die fahrt sich jetzt wieder beruhigt, ja. Die ist ja hysterisch. Spaß. A gift from our humble establishment.
Though it may not look like much, it should help you to break the ice with those you meet. Queen's blood? Oh nein. Ein Kartenspiel. Oh nein. Du kannst auch sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. In vielen Städten findest du Kartoreros, aha, die nur auf einen Herausforderer warten. Stelle dein Können auf die Probe und ergattere bei einem Sieg neue Karten für dein Deck. Auf der Karte sind andere Kartenspieler mit markiert. Besiegst du sie, erscheinen eine neue stärkere Kartoreros. Dein Deck kannst du im Hauptmenü unter Kartendeck zusammenstellen. Oh nein. Ich hasse Kartenspiele. Ich hasse auch Gwent. Ich kann Gwent nicht. Oh, no. Oh, ja, okay. Oh nein. Du weißt, es gab auch eins in dem Yuffie DLC, ne? Das Problem ist, für Platin muss ich hier bestimmt ganz viel machen davon. Ach Gott. Bei Blut der Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf dem Spielbrett ab. Sie ist es in jeder Reihe die stärkste Karte. Bei Blut legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf dem Spielbrett ab. Sie ist es in jeder Reihe die stärksten Karten zu haben. Karten kannst du auf die Felder in deiner Farbe legen, auf denen ein kleines Figürchen steht. Probier es direkt mal aus. Aha, okay. Die leuchtet cool, die nehme ich. Achso. Komm einfach mal hier hin. Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe angerechnet und neue Positionen zum Ablegen von Karten werden frei. Die Stärke ist rechts oben. Guck mal, oben. Ich habe es auch genauso gemacht, wie es im Tutorial da gerade ist. Die Stärke ist rechts oben auf jeder Karte mit einer Zahl verzeichnet. Welche neuen Positionen auf die Karte öffnet, kannst du an dem Muster auf den unteren Karten teilen. Ah, okay. Dein Zug. Oh Gott. Lege nur eine Karte so ab, dass eine ihrer gelben Positionen mit einer bereits freien Position überlappt. Okay, verstehe ich nicht. Ach so. Der Kaktor hatte wahrscheinlich auch oben rechts jetzt quasi ein Feld als gelb markiert. Und weil ich jetzt das da auch reinlege, erscheinen da jetzt zwei auf dem Ding. Ich weiß nicht genau, was die Figürchen im Endeffekt bedeuten. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, wird deren Rang erhöht. Genau. Wie du an den zwei Spielfiguren auf dem Feld erkennen kannst, ist dessen Positionsrang aktuell 2. Karten können... Ach, man sieht auch irgendwo... Ach so, und, ah ja, okay, ich sehe unten Karten, die haben ein Figürchen, außer der Sturmgöttin, der hat zwei Figürchen und die können wahrscheinlich nur auf Felder gelegt werden, wo zwei Figürchen drauf sind. Karten können nur auf Positionen abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie ihrer. Den Kartenrand erkennst du an der Zahl der Spielfiguren links oben auf der Karte. Um starke Karten ausspielen zu können, musst du also die Ränge deiner Position erhöhen. Okay, habe ich verstanden, der kann jetzt halt da oben hin, ne? Ja, mach mal hin da, was auch immer du vorhast. Du hast nun eine Position auf Rang 2, versuche eine Karte desselben Rangs auszuspielen. Ja, werde ich tun. Aber ich kann die auch auf ein. Ne, ich kann die sogar nicht auf einzeln legen. Oder das Spiel sagt gerade einfach: Tutorial, mach das, du Arschloch. Habe ich schon Stärke 7 hier, wa? Ach ne, 5. Ich kann nicht rechnen. War schon richtig. Wenn die Position einer deiner Karten mit der des Gegners überlappt, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass der Positionsrang sich dabei nicht erhöht. Ah ja, okay. Jetzt zieht er es mir zurück. Ne, du da nicht. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuelle Stärke. Auf der rechten die des Gegners. Achso. Die Nachbarfelder einiger Karten sind außerdem rot umrandet. Diese Felder unterliegen dem Einfluss von Kartenfertigkeiten und haben spezielle Effekte. Achso, okay. Platziere deine Karten so, dass du nicht nur die Oberhand in möglichst vielen Reihen gewinnst, sondern auch ihre Fertigkeiten effizient nutzt. Für den Fall, dass du einmal keine Karte ablegen kannst, kannst du deinen Zug mit Dreieck überspringen. Wenn beide Spiele hintereinander passen, endet die Partie. Okay. Oh Gott, ich werde so fett nicht klarkommen damit. Okay, hier haben wir auf jeden Fall so ein Special-Ding. Dann machen wir das doch einfach mal. Ah, die Fertigkeit ist, dass es plus 2 sich erhöht. Okay, dann ja, lege ich das da. Dann habe ich da schöne 7er. Wobei weiß ich gar nicht, ob das so klug ist. Ich muss ja eigentlich alle Reihen irgendwie hochballern. Ne? Ich lege es einfach mal hier hin. Ist hier erstmal Tutorial. Warum habe ich jetzt nicht plus
Ach so, weil ich dumm bin. Alles klar. Weil ich dumm bin. Habe ich verstanden? Ja, ich finde den eigentlich ganz sexy, muss ich sagen. Lege ich den da hin, dann wird der schön erhöht. Unten habe ich jetzt, theoretisch kann ich dann unten links eine Dreierkarte hinlegen und oben rechts Zweier. Ich habe sie halt leider noch nicht im Deck. Mal gucken, vielleicht kommt das noch. Ha, tatsächlich, sehr schön. Zauberpot. Ja, jetzt leider. Na gut. Ich kann jetzt leider nur ein Dings davon wirklich nutzen. Ja, besser als gar nichts, ne? Ja, ich kann es nur da hinlegen. Kann ich dann jetzt überhaupt? Ja, doch, das geht, okay. Keimwolf. Warte mal. Den Gardisten lege. Nee. Warum steht da jetzt plus 4 bei dem einen? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Mir gefällt nicht, was hier passiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Macht der Schönes? Ja, nichts, weil... weil scheiße gelegt. Ja, ich glaube, ich verliere schon direkt das Tutorial. Das ist natürlich auch eine starke Leistung mal wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich muss halt irgendwas tun. Kann ja nichts tun, ne? Ich hab verloren. Glaube ich. Ist die Partie beendet, werden die Stärkewerte beider Spieler für jede Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Reihe hält seine jeweiligen Punkte gut geschrieben. Egal wie viele Punkte du in einer Reihe also angehäuft hast, sind sie niedriger als die des Gegners, verlierst du sie. Am Ende werden die Punkte aus allen drei Reihen addiert und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Ja, dann müsst ihr eigentlich gewonnen haben, glaube ich. Das ist ein Draw. Da hat er 7, aber da habe ich... Achso. Achso, funktioniert das. Ja, okay, das ist natürlich Müll. Ja, Lage. Hiermit endest du Tutorial von Blut der Königin. Wenn das Spiel gefallen hat, nein. Und du dein Deck um neue Karten weiter möchtest, kannst du andere Spielern durch gewonnene Partien welche abluchsen. Auch in Geschäften der Städte und Dörfer wirst du mitunter fündig. Und wer weiß, vielleicht wirst du auf deiner Suche nach seltenen und starken Karten ja sogar zu einem der besten Kartoreos der Welt. Dieser Trend, Kartenspiele in Videospiele einzubauen, geht mir so auf die Nerven, ne? Aber das ist vielleicht auch einfach was komplett subjektives. Ich hasse Kartenspiele. Ich bin zu blöd dafür. Oder was heißt zu blöd dafür? Man muss sich halt damit auseinandersetzen. Da hab ich aber gar keinen Bock drauf. Naja. Es gibt einen Kalm. Na, mal gucken. Also ich werde es wahrscheinlich machen irgendwann, weil ich will halt schon sehr gerne die Platin-Trophäe haben. Und das wird 100% nötig sein, dass wir hier alles machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ja, mal schauen. Wohnt jemand, den man kennt? Bitte? Er wird sogar durch die Map angezeigt, der Penner mit seinen Karten. Oh. Error! Tiefer! Ach, du bist eh wahrscheinlich nicht mehr hier drin. Das, nee, es leuchtet einfach nur wegen dem Ding da. Ich dachte, da wäre jetzt irgendein Item oder so. Das sah kurz so aus. Ach, die hat einen Balkon. Klar. Penner. Könnte ich wieder aufs Dach, aber da waren wir ja. Of course. This is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the Sector 7 plate, culminating in this unprecedented destruction, caused by a massive tornado which swept through Sector 0, 1 and 2. After a briefing with Shinra investigators, Mayor Domino released a statement declaring the tornado to be, quote, weather warfare, perpetrated by the infamous insurgent group known as Avalanche. The administration also suspects the involvement of Wutai and has begun investigations into the matter. Ist es das gleiche, was auch, guck mal, da ist Shinra drauf, Alter, Präsident Shinra. Ist es das gleiche, was auch in der Zack Opening Cutscene, glaube ich, erwähnt wurde, ne? Apropos, wir spielen den ja nicht mal wieder. Jetzt wiederholt sich einfach.
I must apologize for not introducing myself to you earlier. I'm Broden, the owner of this inn. Your companions have all stepped out. Oh, but Barrett left a message he wanted me to pass along to you. You missed roll call, soldier boy. Luckily, you're on leave for the day. Don't waste it, though. Get your equipment checked ASAP. Sound advice? Mhm. Ja, ich weiß, Spiel. Perhaps a trip to the arms dealer is in order? Good idea. By the way, Cloud, do you have any folios on you? Yeah. In that case, you might also want to pay a visit to Magnata Books. They have stores all over, but the first official one was built here in Calm. And their resident scholars are remarkably talented. If you want to unlock the true potential of your folios, you should go see them. The first customization is always free. Oh Mann, ich spüre schon, wie wir die allein die nächsten 10 Folgen. Hallo Red. Allein die nächsten 10 Folgen nur in Calm sind. Finally. Rough day yesterday, huh? You've been waiting for me? I've been waiting for a chance to thank you properly. Without your help, I'd still be in Hojo's clutches, trapped in that lab. Was nothing. Even so, I owe you a debt until it's paid. I'm going to accompany you. Mensch, wer hätte es gedacht? Eine Gruppe hat 100 EP erhalten, okay. Gruppenstufe, oh weia. If you're getting your equipment checked, have them check mine while you're at it. Sure thing. Ja, ich gehe dir gleich ans Halsband und guck mal. Oh boy. Wenn die Verbundenheit zwischen den Gefährten sich vertieft, steigt die Gruppenstufe. Stärkt das Vertrauen zwischen dir und den anderen, indem du mit ihnen interagierst, große Herausforderungen gewinnst oder Leuten in Not hilfst. Mit höherer Gruppenstufe und Vertrautheit werden in den Codices, das ist die Messer von Codex, neue Fertigkeiten freigeschaltet. Na klar, bestimmt hier die Gruppenangriffe und so, ne? Sind bestimmt davon abhängig. Oh Gott. Gott, dieses Projekt wird so gigantisch werden. Ich habe ein bisschen Bock, aber auch ein bisschen Angst. Es ist mal wieder das schöne Zweierlei. Alles klar. Wo gehen wir jetzt als erstes lang, ist die Frage. Ich bin jetzt einfach hier hochgerannt, weil ich mir irgendwie dachte, Mashallah, da geht's bestimmt wieder oben aufs Dach. Gucke ich mir erstmal das an. Aber nö. Hier sollte ich ja hin, ne? Sel Wakasa. That is quite the weapon you got there, mister. Seen plenty of action by the look of it. But saying that, it's still only a shadow of what it could be. With a little love, that baby'll sing. If you like, I could show you. Hauptmann, du kannst den Waffen deiner Charaktere unter Waffenmodifikationen jeweils eigene Waffenfertigkeiten zuteilen. Je höher die Waffenstufen deiner Charaktere steigen, desto mehr dieser Fertigkeiten oder Statusverbesserungen stehen dir zur Verfügung. Auf diese Weise kannst du deine Gruppe ganz nach deinem bevorzugten Spezi personalisieren. Die Waffenstufe wird individuell für jeden Charakter festgelegt und ändert sich auch nicht, wenn die Waffe gewechselt wird. Genau, das ist ja auch das Prinzip aus dem... aus Remake. Ich guck's mir trotzdem nochmal an, zur Sicherheit. Öffne das Menü. Ja. Hier kannst du die angelegten Waffen, die unter anderem benötigen Waffenpunkte, genau die WP für einen Stufenanstieg einsehen. Wähle zunächst Klaus Panzerschwert aus. Hier kannst du die Parameter der Waffe einsehen. Schau dir die momentanen Werte und bereits erlernten Waffenfertigkeiten an. Offensivhaltung plus den Schaden von Schwertwürfen um 10%. Aha. Schaffenswürfen. Ah, ist das aber nicht mehr so mit. Ne, warte mal. Erlernte Waffenfertigkeiten. Hat den Schaden von Waffenfertigkeiten um 5%. Hat das DP-Maximum um 200. Also die habe ich schon und das unten kommt als nächstes. Gut, damals konnte ich mir selber noch aussuchen, was ich leveln will. So, da hatte ich ja eine große Auswahl. Als nächstes kannst du deine Waffenfertigkeit festlegen. Nur über Dreieck zum... ja. Die verfügbaren Slots für Waffenmodifikationen werden angezeigt. Okay, das ist neu auf jeden Fall. Ah, okay. Nun werden die gegenwärtigen verfügbaren Waffenmodifikationen angezeigt. Ja, nee, wenig. Das ist eine erste Waffenmodifikation festgelegt. Mit steigender Waffenstufe erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Slots und du kannst neue Waffenmodifikationen festlegen. Du kannst Waffenmodifikationen auch im Menü Ausrüstung, Materie unter Materie einsetzen festlegen. Ist ja quasi auch eine Materie, so ein bisschen. Okay. Du kannst Waffenmodifikationen auch automatisch vornehmen lassen. Ändere dafür die Einstellung im Menü automatische Modifikation. Nein, ich bin ja kein Lappen.
Hey. Du kannst die Option automatische Modifikation für jede Waffe einzeln aktivieren oder deaktivieren. Ja. Ja, toll. Automatische Modifikation will ich aber nicht. Ich will manuell. Manuell, ja, klingt gut. So, ja, ja, ich kann noch später. Alles klar, das ist auf jeden Fall neu, dass man sich die jetzt auch ausrüsten muss. Damals war es mal so, dass man... Damals war es ja so, dass man einfach, ja, die Waffenfertigkeiten, Waffenpunkte bekommen hat, einfach im Laufe der Story, immer durch verschiedene Story-Ereignisse. Die konnte man dann halt eintauschen, bei jedem Schwert gegen halt verschiedenste, ja, Verbesserungen, die dann aber auch permanent waren. Also irgendwie denke ich, dass es ja auch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie permanent zu machen, oder zumindest mehr Slots freizuschalten. Mal gucken. Neue Waffen findest du während deiner Reise in Kisten. Und falls du davon mal eine übersehen haben solltest, keine Angst, verpasste Waffen tauchen nämlich freundlicherweise im Sortiment der Waffenhändler in Städten und Dörfern auf. Wahrscheinlich eine direkte Antwort auf die eine Waffe in Remake, die man ja bei dem einen Gegner klauen musste und sonst nirgendwo bekommen hat. Ja, die von Aerith. Das war ja recht lucky bei meinem Remake-Run, weil ich wirklich, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber wirklich kurz bevor ich bei diesem Gegner ankam, der die Waffe hat, habe ich das ja irgendwie erfahren. Dass der halt eine Waffe hat, die ich brauche. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, woher ich das erfahren habe, aber ja, da konnte ich die dann zum Glück einfach klauen. Waffenhändler führen auch regelmäßig die neuesten Ausrüstung, was das war, statt ihnen also mit dem Besuch ab. Okay, gucken wir mal. Und die haben tatsächlich schon neue Waffen, aber ich habe nicht genügend Moneten dafür, leider. Und sieht man auch schon, was es verbessert. Kraft 3, super, den hat Cloud, glaube ich, schon drin. Na gut, ja, ich habe leider nicht genügend Monetas dafür. Schade aber auch. Wenn du eine Waffe anlegst, kannst du im Kampf die damit verbundene Waffenfertigkeit benutzen. Indem du eine Waffenfertigkeit wiederholt einsetzt, steigerst du deine Geschicklichkeit im Umgang mit dir. Ja, genau. Ist diese maximiert, geht dir die Waffenfertigkeit in Fleisch und Blut über und du kannst sie auch ohne zu bringen Waffen einsetzen. Genau. Versuche daher, dir so viele Waffenfertigkeiten anzueignen wie möglich. Mit Aneignung der Waffenfertigkeiten erhältst du einen Geschicklichkeitsbonus. Wie genau du ihn erhältst, erfährst du zum Beispiel im Hauptmenü unter so. Moment, mit Aneignung der Waffenfertigkeiten erhältst du einen Geschicklichkeitsbonus. Ja, okay. Das ist einfach nochmal zusammengefasst. Ja, ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch genau so ein Remake gewesen. Okay. Moment, Free Samples? Dann will ich. Midgard. Marco drin, oder was? Oder die Tränen von, Leuten aus den Slums oder so. Erstmal auf die Map gucken. Wie sieht das überhaupt? Oh Gott, ich wünschte, die Map wäre ein bisschen übersichtlicher. Ich will natürlich mir hier alles mal angucken. So. Leicht bekleidete Frauen, muss ich direkt gucken. Entschuldigung, ich bin auch nur ein Mann. Du lässt mich da gar nicht rein. Was auch immer das für ein Laden ist, ich habe keine Ahnung. Klar. Ach. Ich würde ja, wenn mir das Spiel lassen würde. Wenn ich mir tatsächlich Sachen kaufen könnte hier. Die Vorlagen sind mitunter echt ein bisschen eckig, wenn man ein bisschen weiter weggeht. Boah, ich mache hier so Nitpicking, ne? Guck mir alles nochmal ganz genau an. Denk mir so, Ich finde das Spiel so, klar, wenn ich erstmal so spiele, sieht das schon sehr geil aus, aber wenn man so detailliert die Textur anguckt, merkt man manchmal schon so, gar nicht mal so gut aus. Das fällt wahrscheinlich auch auf, weil ich sie einfach auf dem fucking Smartphone, nein, die hat ein Buch, ich nehme alles zurück. Wenn man es einfach auf dem Bildschirm hier spielt und natürlich auch nur in 1080p leider, ne, weil meine Capture Card kann leider nur 1080. Das ist sehr schade. Oh, will ich hier hin? Treffe ich gleich Zombieberry? Man weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Total rostiger Fall. Immer der gleiche Bericht hier. Oh, hi. Look who it is. You up already? Drink it already? No, sir.
Not gonna have a drop till Seventh Heaven's back up and running. Gott. This one's on me, okay? That's what I'm talking about. Gotta remember the orders. Ah, muss immer schön optional mit Leuten reden. Ja, Chaos Hanin beeinflusst die Verbundenheit. Guck mal, da ist schon. Das spoilert uns das Spiel schon, wo die anderen sind. Chaos Hanin beeinflusst die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Gefährten. Die Verbundenheit wiederum nimmt Einfluss auf den Storyverlauf. Sure. Wie deine Gefährten momentan zu dir stehen, erkennst du an Symbolen wie pfft und pfft über ihren Köpfen. Das eine der ersten Mal, die grinst mehr und hat mehr Kreise, also mehr vom Kreis gefüllt. Diese Symbole werden während freier Erkundungsphasen angezeigt. Du kannst sie aber auch selbst aufrufen, wenn du R1 länger gedrückt hältst. Ich R1 gedrückt halte? Passiert nichts, wenn ich R1 gedrückt halte. Aber vielleicht ist es einfach nur anders gemeint, als ich es gerade verstanden habe. Dann blende ich halt da unten meinen Dings ein, aber naja. Geht's noch weiter nach unten? Nevermind. Tiffer! Ach, jetzt bin ich wieder hier einfach, ne? Moment, Tiffer, bevor ich mit dir rede, muss ich kurz klarkommen, von wo ich jetzt eigentlich mal herkam. Wenn diese Möglichkeit überhaupt noch besteht. Falscher Button. Ja, ist noch zu lang. Oh nee, das sind aber zwei Leute. Ich glaube, hier war der Laden, oder? Hier muss das Dach, wo wir vorhin gequatscht haben. Naja, The Inn at Calm. Und wo war Tifa jetzt? Tifa verloren. Ich hab Tifa verloren. Da ist sie. Ich hab's aber voll übersehen. Ich muss ja wieder gut machen. Letzte Nacht. Das ging falsch. I noticed. Say, this tank remind you of anything? Ach scheiße, ich hätte das links nehmen sollen. Right? Weird to think how much it meant to me back then, when I was still there. Bist du dir sicher, Diva? Bist du dir sicher? Vielleicht haben sie die Stadt wieder aufgebaut. Ja, ne, wo erkenne ich schon die Musik, obwohl ich das Spiel doch gerade erst das erste Mal spiele? Vielleicht gab es im Originalspiel auch dieses Lied. Nur anders. Ich drücke jedes Mal die fucking 3-Striche-Taste, wie auch immer die heißt, hier bei fucking PS5. Ich hasse alles Start halt. Aber ich muss die Touchpad-Taste drücken für. Die Karte. Ja, ich werde Karten spielen. Ja, ich werde es gleich tun. Und ja, ich werde so lange spielen, bis ich gewinne. Damit ich es einmal bei Hard lerne und dann trotzdem jedes Mal wieder weiter verkacke. Eris! Wanna climb the clock tower together? Ja. Sure. Darf ich danach dich climben? Was ist falsch mit mir? Awesome. Since it was my idea, I'll go get the tickets. I'll meet you in front of the tower, okay? Kommt noch Geld? Wo sind wir denn hier? Das ist eine Fantasy-Welt, keine kapitalistische Welt. Oh, warte mal. Zauberfibel. Ich kauf mal noch nicht. Nicht, dass dann irgendwie danach hier nichts mehr funktioniert. Mit wichtigen Charakteren habe ich gesprochen. Danach geht es mir scheißegal. Oh! Ich habe einen Namen gesagt, den ich noch nicht sagen durfte. My boy! Kennt man den? Wahrscheinlich ist eine Anspielung, die ich nicht verstehe. Mach die Kiste auf! Danke, Cloud. Stirnband. Ah! Oh mein Gott, man kann schwimmen. Alright. Na 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 na. Ja, ich weiß nicht, ja. Kartenspiel ist eine Sache, ne? Oh, es sind über 3 Leute, ich will nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben. Hi. Auch mal im Rollstuhl.
Wenn ich jetzt mit meiner Waffe schieße, stehst du auf und rennst weg. Ach nee, ist nicht Cyberpunk. Ha! Dummes Scheißkind, das sehe ich doch mit links. Hilfe. Ja, ich habe nur 15 Karten, ne? Kann ich nicht viel machen. Ah, der kriegt eine Kaktor-Karte. Ich habe auch gar keine Kaktor-Karte. Das klingt auch Kaktor-Kakte. Oh, ich hasse es. Warum tut die mir das an? Vor dem Beginn jeder Partie hast du die Möglichkeit, Karten aus deiner Hand zurück ins Deck zu legen und dafür neu zu ziehen. Insbesondere hochrangige Karten, die du nicht direkt ausspielen kannst, sind zu Beginn wertlos und sollten gegen solche getauscht werden, mit denen du über die Offensive gehen kannst. Alright, habe ich verstanden. Die möchte ich gerne austauschen. Und die auch. Wobei, nee, die. Ach, ich nehme auch die noch mit, so. Ja, und jetzt? Nur jetzt, wir beginnen. Achso. Einmaliger. Okay. Jetzt muss ich ja irgendwie auch taktisch vorgehen. Pass mal auf, dann mache ich jetzt. Das ergibt keinen Sinn, was ich gerade tun wollte. Mann, nee, so eine Zweierkarte, das war alles asozial. Achso, die werden dann. Achso, die erste Reihe ist ja schon. Gehört ja schon mir. Ich mach Dinge, mal gucken. Wird schon werden irgendwie. Das könnt ihr theoretisch so machen, dann habe ich hier direkt ganz viel geilen Scheiß. Könnte ich schon mal voraus planen und mal gucken, ob ich jetzt die anderen dann auch noch irgendwie klug setzen kann. Die auf jeden Fall nicht, den weiteren Auslöscher, aber den Elferdunk. Auch nicht wirklich. Das ist irgendwie alles ein bisschen useless, was ich hier tue. Ach, ich spiele einfach. So, damit kann ich ja nicht wirklich was anrichten, ne? Ne, irgendwie gar nicht. Also, naja. Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal, ne? Im Zweifel gibt's Filme auch einfach Strategien und Techniken und so im Internet googeln, was man am besten macht. Ach Mann, ey, jetzt hab ich. Ich bin dumm, ja, das hätte ich da lassen sollen, dann hätte ich. Ja, das ist meine Schuld. Ich habe reingeschissen. Schon jetzt, tatsächlich. Vor allem, weil ich auch nur so räudige Kackkarten habe jetzt. Mir hat gar nichts bringen. Warum kriege ich die da oben nicht? Achso, ich darf die, ich kann die gar nicht spielen. Ja, ich hab schon verkackt, glaube ich. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Oh, das sieht cool aus. Mach ich einfach mal. Mal gucken, was passiert, ne? Die könnte ich halt machen. Es ist so useless. Es ist so fucking useless. Ja, es ist so richtig fett reingeschissen hier, ey. Ich kann basically nichts mehr tun. Ach, ich kann doch zweier. Okay. Nee, hä?
Achso, ich kann auch ein andere da hinlegen. Okay, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Bringt ja alles nichts mehr, keine Ahnung. Ist alles dumm von mir gewesen. Ja, ich kann nicht mehr legen. Es ist vorbei. Und die kann halt noch super viel legen. Also ja, ist essig. Ach so, das ist dann doch vorbei, okay. Ich hasse Kartenspiele. Ja, warum habe ich die eben nicht bekommen? Ist doch scheiße, Alter. Ja, reicht mir. Das Spiel beginnt. Da muss man halt im Voraus planen und das kann ich halt einfach nicht. Die ist komplett useless. Ich habe doch gar nicht 5 Felder. Also kommt scheinbar noch, aber ich hätte die mal aussuchen sollen. Achso, ja. Ja, keine Ahnung. Ich versuche einfach irgendwas. Ja, die wollte ich tatsächlich. Kann ich die zumindest hier legen? Plus 1 ist eigentlich auch nicht so geil. Ich bin nicht sehr zukunftsorientiert auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich muss auch weiter nach vorne dringen, weil sonst kommen die anderen halt erstmal, ne? Noch so ein Viech, das ist ja lustig. Okay, ich kann nur einer Karten legen. Wahrscheinlich in der Mitte eins legen, damit so schön. Ja, war klar. Hab mir sogar Möglichkeiten genommen. Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso habe ich denn jetzt nur so Rotz-Wix-Karten hier, ey? Was ist das denn? Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Wobei ganz cool ist dann K. Ah, warte mal, dann hole ich mir die wenigstens wieder zurück. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich meine einzig gute Möglichkeit hier. Sehe, wenn ich hier hinlege. Hoho. Kann ich auch eine... Warte mal. Ne, ist die einzige, die nach vorne prescht. Ja, mach ich die einfach mal dahin. Einfach um zu cockblocken. Wie so ein Hurensohn. Ja, guck mal, habe ich gewonnen. Geil. Ich kann zwar keine Dreierkarte legen, weil ich die mal wieder nicht bekomme. Kackspiel. Ja, dass ich kann... Nee. Ja. Scheißegal, ne? Das ändert nichts. Hä? Doch, naja, okay. Haha, guck mal. Wir sind fertig. Geht nicht mehr. Alle drei gehören mir. Ich glaube, die kriegen die Trophäe dafür. Sieg! Kaktor gewonnen! Juhu! What really matters is you were brave enough to take on a bona fide card shark like Pretty Boy here.
Sometimes you gotta take the L if you're serious about upping your game. Listen, kid, you got what it takes to be a champ. I bet my bottom gill on it. Now why don't you show Blondie your appreciation for being such a good sport? Thank you for playing cards with me, mister. Ich glaube, die sollte ganz dringend mal psychologische Hilfe suchen. Haha, man kann wirklich runterspringen. Okay, Leute, wir wissen ja, was wir nächstes Mal zu tun haben, ne? Fucking Karte. Kack. Ich will das nicht mehr. Ah, das ist auch nach Level sortiert, merke ich gerade, ne? Zwei. Ach ne, ist einfach alles jetzt gestiegen oder was? Ach, keine Ahnung. Ja, Leute, ich sag mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Beim nächsten Mal wird Karten gespielt. Geil, kann mir nichts Besseres vorstellen in Final Fantasy 7. Ich will jetzt schon nicht mehr. Aber ja, muss ja scheinbar leider sein. Ich walk schon mal in die Richtung. Ach, da zählt er schon. Den Idioten ziehe ich ab. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao!